Herr Höcke, Alexander Gauland hat ja hier auch noch mal quasi eine Bündnisofferte an die Union abgegeben. Da waren Sie etwas schneller vor 2 Wochen. Da haben Sie schon an Mike Moring gesagt, Sie würden eine Minderheitsregierung der CDU, die ja viel schwächer geworden ist, oder jedenfalls schwächer als die AfD in Thüringen bei der Wahl, Sie würden eine solche Minderheitsregierung tolerieren. Dass ausgerechnet von Ihnen dieser Vorschlag kommt, hat ja in der CDU viele verwundert. War das ein ernst gemeinter Vorschlag, Mike Moring als Ministerpräsident in Thüringen zu tolerieren? Naja, wir haben eine einzigartige Situation nach den Landtagswahlen in Thüringen. Eine Situation, die jetzt auch eine staatspolitische Verantwortung von allen Akteuren einfordert. Die wollen wir erleben, die wollen wir auch darstellen. Wir sind eine bürgerlich-patriotische Kraft, die nach 5 Jahren Parlamentserfahrung jetzt auch verstärkt Verantwortung übernehmen möchte. Wenn es in Regierung noch nicht funktioniert, weil die anderen politischen Kräfte in diesem Lande da noch Bedenken haben, dann sind wir trotzdem bereit zu zeigen, dass wir gesprächsoffen sind und dass wir ohne vor allen Dingen Vorbedingungen diese Gespräche reingehen. Wir wollen über Inhalte reden und nicht über Personen. Das ist leider eine Tendenz, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland haben. Es wird zu viel über Personen und zu wenig über Inhalte geredet, zu viel über Machtoptionen von einzelnen Funktionären, zu wenig über das Wohl des Landes. Das wollen wir korrigieren. Und wie gesagt, wir stellen keine Vorbedingungen. Wir denken in alle Richtungen, ob das eine Minderheitsregierung ist, ob das eine Expertenregierung ist. Wer dann Ministerpräsident wird, das muss sich dann aus den Gesprächen ergeben. Sicher ist nur, dass Bodo Ramelow keine Mehrheit in Thüringen mehr hat und abgewählt worden ist. Also eine ungewöhnliche Situation, dass eine Partei, die stärker ist, einer schwächeren Partei anbietet. Sie darf nicht nur den Ministerpräsidenten stellen, man muss mit der AfD gar nicht koalieren. Nochmal, wir sind bereit, einen großen Schritt in Richtung der Union zu tun. Klar ist aber auch, dass die Union und in Thüringen gibt es zumindest Anzeichen der Hoffnung, die wir haben als AfD-Politiker, muss ich grundsätzlich die Frage stellen, wo will sie hin? Wenn sie weiter einem links-grün-bunten Zeitgeist hinterher häschelt, wie spätestens unter Merkel jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann wird sie den Weg der italienischen Christdemokratie gehen. Das ist der Weg in die politische Bedeutungslosigkeit. Oder sie reformiert sich, sie besinnt sich wieder auf ihre bürgerlich-konservativen Werte. Dann wäre sie in Zukunft auch ein Koalitionspartner. Wie gesagt, wir wollen erstmal ins Gespräch kommen, wir wollen über Inhalte reden. Gut, Sie haben gerade das Stichwort Merkel schon gegeben, gesagt, die CDU sei noch nicht zu einem normalen Bündnis bereit. Aber wird sie das jemals bereit sein, auch wenn man bedenkt, wie in Ihrer Partei auch von Ihnen zum Beispiel über die langjährige Parteivorsitzende und jetzige Bundeskanzlerin gesprochen wurde? Manchmal hat man das Gefühl, die wird ja wie eine Aussätzige behandelt. Glauben Sie, dass die CDU mit Leuten wie Ihnen, mit der AfD tatsächlich politische Bündnisse eingehen will in absehbarer Zeit? Die Altparteien haben es in den letzten Jahren, Jahrzehnten zugelassen, dass diese Demokratie nicht mehr voll funktionsfähig ist. Das hat damit etwas zu tun, dass der Meinungskorridor immer enger geführt wurde. Wir leben im Augenblick im Zustand einer erstarrten Konsensdemokratie. Konsens ist gut und richtig. Man muss kompromissfähig sein in einer Demokratie. Man darf nicht direkt mit dem Konsens in Gespräche reingehen. Erstmal müssen die widerstreitenden Positionen auch durchgekämpft werden. Natürlich alles im Rahmen des im Parlamentarismus Möglichen und Notwendigen. Und dann muss man irgendwann zu Kompromissen kommen. Im Augenblick ist es so, dass die Altparteien innerlich in den zentralen Politikfeldern, ob das die Euro-Rettung ist, die Energiewendepolitik ist oder die Einwanderungspolitik ist, kaum noch zu unterscheiden sind. Dann sind wir gekommen als AfD, haben alternative Positionen angeboten. Zum ersten Mal haben die Menschen wieder etwas zu wählen. Wir sind als Gegner markiert worden, auch entsprechend hart markiert worden und haben uns auch entsprechend hart zu Wort gemeldet. Und ich glaube nicht, dass das dieser Demokratie geschadet hat, sondern eher zu einer Verlebendigung des politischen Diskurses beigetragen hat. Natürlich sind hier und da vielleicht auch mal Grenzverletzungen passiert. Aber ich möchte daran erinnern, dass wir alles Neulinge waren, als wir angefangen haben vor 6 Jahren. Vielleicht haben wir manchmal noch überzogen. Aber dass Frau Merkel diesem Land schweren Schaden zugefügt hat, davon bin ich persönlich weiterhin überzeugt. Und dass diese Dame nicht gut ist für Deutschland, so schnell wie möglich in den unverdienten Ruhestand geschickt werden muss, davon sind wir als AfD überzeugt. Und jetzt haben wir zumindest gehört, dass sie in den verdienten Ruhestand geschickt werden soll. Sie haben von Grenzverletzungen gesprochen, aber das waren ja möglicherweise noch sehr viel mehr als Grenzverletzungen. Und inwieweit muss die AfD dann auch auf die Union zugehen? Und Klammer auf, muss sich Björn Höcke in der Öffentlichkeit in Zukunft bei öffentlichen Äußerungen mehr mäßigen?
Naja, ich bin ja einer der wenigen Politiker in Deutschland, die auch Fehler eingestanden haben, die er gemacht hat in den letzten Jahren. Ich habe zu der Dresdner Rede deutliche Stellung bezogen. Das denkt man der Schande meins. Das falsch interpretiert worden ist, daran möchte ich gerne nochmal erinnern. Da sind wichtige Themen in einer falschen Atmosphäre einfach vergeigt worden von mir. Das ist aber der Tatsache geschuldet, dass ich eben kein Politikprofi bin. Aber ich glaube, viele Menschen im Land haben mir das mittlerweile auch verziehen und sind eher dankbar dafür, dass es auch wieder kantige Politiker gibt. Sicherlich haben wir gelernt, ich habe gelernt und was den Ausdruck angeht, aber wir sind wie gesagt auch hart angegriffen worden. Und vergessen Sie bitte nicht, dass wir als AfD, und das sind ja auch die Ergebnisse von Anfragen, die die Bundestagsfraktion der AfD an die Bundesregierung gestellt hat, ganz überproportional oft Opfer von Gewalttätigkeiten sind. Gucken Sie, Hundertschaften von Polizisten, Wasserwerfer, Panzerfahrzeuge müssen diesen Bundesparteitag schützen. Unsere Wahlkreisbüros werden mit Bomben angegriffen. Ich kriege fast jeden Tag Morddrohungen. Das sind schon besondere Belastungen, die vielleicht auch manchmal dann auch einem bürgerlichen, grundsätzlich bürgerlich gestimmten Menschen wie mir eine Gegenreaktion abfordern. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Vielleicht ist das für die AfD ja taktisch oder strategisch gar nicht so schlecht, dass sie immer so angefeindet wird wie heute. Es ist ja nicht nur bei diesem Parteitag so gewesen, dass sie so viele Gegendemonstranten jetzt in Braunschweig versammeln. Naja, also ich denke jetzt an die Polizisten, die draußen ihren Dienst tun müssen. Ich denke an die 4 Millionen Euro Steuergeld, die dieser Großeinsatz der Polizei kostet. Ich denke, und das haben wir mit unserer Landtagsarbeit in Thüringen in allen 16 Landtagen und im Bundestag aufgeklärt, dass dieser linksextreme Sumpf, der da draußen auch wieder sich versammelt hat, leider in vielen Fällen auch durch Steuergeld über den sogenannten Kampf gegen Rechts finanziert wird. Das sind Problemlagen, denen müssen wir begegnen. Und das ist keine gute Werbung für uns. Wie gesagt, wir nehmen diese Herausforderung an. Wir werden noch nicht klein beigeben, aber hier ist das Land in grundsätzlich Schieflage geraten. Hier muss die Politik ansetzen. Demokratieverhinderung darf nicht noch mit Steuergeld finanziert werden. Wenn die CDU ihre Offerte nicht annehmen sollten, machen Sie dann Ihre Drohung wahr, die Sie schon am Wahlabend in Thüringen angekündigt haben, dass die AfD dann beim nächsten Mal die absolute Mehrheit gewinnt? Also ich kann der Union prophezeien, und das tue nicht nur ich, wenn die Union sich nicht entscheidet und aus dem Prozess des Lavierens nicht herauskommt. Die Union ist ja mittlerweile bekannt dafür, dass sie jeden Inhalt der Taktik zu opfern bereit ist und vor allen Dingen auf den Machterwerb oder Machterhalt schielt. Das geht irgendwann nicht mehr. Die Lage im Land wird für viele Menschen immer deutlich erkennbar eine schlechtere. Viele Menschen werden mittlerweile, und ich denke jetzt gerade an die neuen Entlassungsmeldungen aus der deutschen Automobilindustrie, in existenzielle Nöte geworfen. Die Altparteien haben das zu verantworten, und die CDU muss überlegen, ob sie den Kurs des Politikverwaltens, wie er vor allen Dingen von Frau Merkel praktiziert wird, weiter durchhält. Das bedeutet, dass sie sukzessive den Weg der SPD geht. Die SPD ist heute keine Volkspartei mehr. Auch die CDU wird diesen Weg gehen. Oder ob sie wieder inhaltsstark wird, ob sie wieder kernig wird. Und dann wird sie automatisch auch wieder einen Geist in sich haben, an dem wir dann andocken können und wo wir uns vielleicht dann in Zukunft auch mal als Partner sehen. Gut, das werden wir abwarten. Björn Höcke im Phoenix-Interview, der Landesvorsitzende in Thüringen und Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag. Ich bedanke mich für das Gespräch.